Wo? Ach da. Hallo Leute, ich bin's, euer Kalle von Spencer TV. Leute, von der Neißigkeit her, heute weiß ich mich gar nicht zu halten. Sommer, naja gut, mal regnet's, kein Sommer. Ja, aber dann ist wieder die Wärme da. Ja, und damit ist eigentlich der Sommer angekommen. Und ich habe mal alle möglichen Sachen auch mit dem Henning zusammen vorbereitet. Aber damit heute endlich mal wieder eine neue Folge kommt, sage ich nur, Kasi ist auf dem gefährlichen Weg, in ein Loch zu fallen. Ein tiefes Loch. Oh! Hallo Leute! Oh, Elvis, entschuldige. Aua. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, das kann man wohl sagen. Das tut mir wohl leid. Stell doch mal den Piepston ab. Hast du umgeschmissen, du? Ja. Und sag Hallo zu den Leuten. Habe ich doch schon gesagt. Hallo. Ja, aber den Wortschwanz, den du da immer ranhängst. Wortschwanz? Ach so, ja, habe ich nicht gesagt. Also die Leute warten drauf. Na gut, also von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, da bin ich wieder euer guter alter Spencer. Und neben mir Elvis. Der hat sich eben schrecklich angerasselt. Ne? Ist schon wieder gut. Erklär mir jetzt das mit Kasis neapolitanischer Wäscheleine. Ja, natürlich. Also ob die neapolitanische Wäscheleine wirklich so heißt, also ich nenne sie mal so. Ja? Das genügt mir. Hm? Aber wie funktioniert sie? Pass mal auf. Die spannt man über die Gasse. Von Gasse? Haus zu Haus. Ja, aber wie kann man denn da mitten über der Gasse was aufhängen? Na, das ist doch der neapolitanische Witz. Ja? Die Wäscheleine ist endlos und läuft dann über Räder oder Rollen, so. Siehst du, und wenn man dann ein Stückchen Wäsche aufgehängt hat, schiebt man sie einfach weg, über die Gasse. Na, und wenn die Wäsche wieder trocken ist und wenn man sie abnehmen will, zieht man sie wieder an sich ran. Ich verstehe alles, nur eins nicht. Elvis, ich verstehe alles, nur eins nicht. Was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, ich verstehe alles, nur eins nicht. Wie hängt man die Leine auf? Ja, wie hängt man die... Dazu ruft man Galaktika. Leute, wenn wir mal einen Moment still sind, dann hören wir vielleicht sogar ihre Musik. Oh. Ja, die Gute von Andromeda ist nämlich schon im Dorf, bei Kasi. Und bei dem geht's los. Sehr gut, gleich habt ihr. Ja, ja, so jetzt hoch. Die Leine ist zu kurz. Was? Das gibt's doch nicht. Ich hab sie extra hier unten ausgemessen. Hier oben reicht sie nicht. So ein Stück fehlt. Och, das ist ja gar nicht viel. Vielleicht. Aber genau das brauche ich, um das Ende hier über die Rolle zu spannen. Ja. Nee, Pete, hast du Strippe? Nee, neulich alles weggeschmissen. Oh. Es war ein ganz dickes Knäuel zum Verrücktwerden. Hast du doch im Müll weggekarrt. Ja, sowas Blödes. Da gilt mal wieder der alte Spruch, was man gestern weggeschmissen hat, braucht man heute ganz bestimmt. Ah, der alte Spruch nützt mir hier oben gar nicht. Ja, entschuldige, Gali. Ich sehe zu, dass ich irgendwo strippe. Das dauert mir zu lange. Ach so, aber vielleicht hat der Nachbar Poldi... Ach, Kasi, du weißt, wie viel fehlt. Bring das in Ordnung und ruf mich wieder. Ja, kannst in 5 Minuten von alleine kommen. Kasi, du weißt ganz genau, dass ich nie von alleine komme. Sondern nur, wenn man mich ruft. In einer halben Stunde erwarte ich deinen Gesang. Mein Gesang? Oh, so was Blödes. Da muss ich bei der Hitze loslatschen und Strippe suchen. Oh. So, jetzt mal Nachbar Poldi fragen, ob der Strippe hat. Strippe. Poldi!
Hallo, lieber Nachbar. Heiß, nicht wahr? Ja, sag, Poldi. Wohin des Wegs? Du, ich suche ein Stück Strippe. Aha, kannst du haben. Moment. Guck mal, was ich für lauter Strippen hab. Oh, ist das denn richtiges Deutsch? Hä? Das weiß ich nicht, aber die lauter Strippen, die sind richtig. Such dir eine raus. Hierzu muss es passen. Hä? Ich verstehe. Moment. Da brauchst du... Ui, das ist doch viel zu dick, guck mal. Aha, na klar. Da brauchst du dann die hier, ganz dünn, ganz golden. Zu dünn, Poldi. Ich brauch das für meine neapolitanische Wäscheleine, hier. Och, das tut mir aber leid, da kann ich dir nicht helfen. Ich danke dir für deinen guten Willen. Na bitte sehr, mein lieber Nachbar. Gern geschehen und viel, viel, viel Glück bei der Strippensuche. Danke. Tschüss. Tschüss. So, na dann muss ich wohl mal im Hausboot fragen. Zwillis! Zwillis, ich brauche Strippe. Da brauchst du mal Strippe und dann ist keiner zu Hause. Ach Mann, bei der Hitze geht doch keiner in Konzert. Genau, Jungs, da bleibt die Ostseehalle bestimmt halb leer. Ja, und was machen wir? Tja. Ja, warten, bis wieder kälter wird und dann singen wir aber, dass die Hallen wackeln. Ach ja, typisch Sommerloch. Was für ein Sommerloch? Hoppla, Herrn Schuss. Musst du aufpassen, dass du da nicht reinfällst. Na, gibt's was Neues von unserem Jungdrachen? Hä? Der ist heute in bester Laune. Vorbeigehen völlig gefahrlos. Sagt mal, Leute, ihr habt nicht zufällig etwas Strippe? Also in der Hosentasche ganz bestimmt nicht. Schlecht, ne? Schon nie gut. Kasi, suchst du was Bestimmtes? Ja, das Sommerloch. Was ist das denn? Jetzt, wo es so heiß ist, ist das Sommerloch bestimmt sehr, sehr groß. Die Quietschboys haben mich gewarnt, dass ich da ja nicht reinfalle. Reinfallen, das klingt aber sehr nach Flaps. Hey, pass mal auf, Lulu. Ich habe auch schon an Flaps gedacht. Aber ich möchte nicht da reinstürzen und dann sagen, aha, es war also doch kein Flaps. Wenn du keine anderen Sorgen hast. Doch, ich brauche solche Strippe. Bloß ein Stückchen. Ich glaube, sowas habe ich. Moment mal. Alle meine Strippen liegen im Karton. Liegen im Karton. Hey, umdrehen! Na, und? Vielleicht entschuldigt ihr euch, wenn ihr was runterschmeißt. Ja, aber wieso? Ich hab doch Hoppla gesagt. Ja. Heb das sofort wieder auf! Ja, ist ja gut. Mach schon. Es ist denn alles drin, das ist aber ganz schön schwer. Mann, das sieht schwer aus. Da ist schon wieder was runtergefallen. Otto! Heb das auf! Oh Mann, wieso eigentlich immer? Gute Idee. Na hopp! Was denkst du, ich oder was? Menno! Ihr stellt euch aber auch an wie die ersten Strippenzieher! Wenn du den da aber auch so wackelig hinstellst. Aua, aua, ha. So, jetzt bin ich wohl noch selber schuld. Du dämlicher, doofer Quietschboy, du! Hast du da gerade dämlicher, doofer Quietschboy gesagt? Ja, dämlicher, doofer Quietschboy! Gustavchen, tu's nicht! Guck mal, Poldi, hab ich von Lulu. Ui! So, die sind weg. Und du bist schuld. Aber Poldi, du warst doch vorhin noch so friedlich. Ja.
Räuber. Jetzt will ich dir fressen. Nein. Hilfe. Hilfe. Kasi, warum rennst du denn so? Der Poldi. Was? Oh, sowas. Vorsicht, der Poldi. Hallo. Elvis. Ja? Ich glaube, wir müssen endlich mal etwas zu tun gedenken. Spencer! Der Poldi! Der Poldi! Der Poldi, der hat mir das bisschen Strippe weggefressen, das Lulu mir gegeben hat. Was? Jetzt frisst er auch schon Strippe? Leute! Leute! Wir müssen Poldi mit seinen eigenen Waffen schlagen. Wie meinst du das? Wir gehen alle zu ihm hin und brüllen ihn an. Hua! Wir sind's! Und wir wollen dir fressen! Nein, also das geht nicht. Lexi, willst du etwa kneifen? Nein, 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 keineswegs. Aber das unterscheidet ja gerade uns, ehrenwerte Gesellschaft, von weniger ehrenwertem Poldi, dass wir richtiges Deutsch sprechen. Wir sagen natürlich dich. Also gut, nur eins. Wir gehen nicht hin, wir schleichen uns an. Und dann tauchen wir ganz plötzlich auf. Oh. Ja. Aber nur auftauchen, wenn ich mein Händchen hebe, bitte. Ja. Aua, nicht ganz ungefährlich, das Ganze. Hast du recht. Na, also, wir nehmen Stöcke mit. Ja? Aber nur für den Verteidigungsfall. Ja. Lulu, Karl-Heinz, Karl-Otto, Nepomuk, ihr so rum. Und die anderen alle ab durch die Tür. So, Leute. Spencer, ich bin Poldis direkter Nachbar. Mich frisst er als Ersten. Aber Kasi, du hast doch zwei dicke Fahrstuhltüren. Naja, aber weißt du, wo das Sommerloch ist? Das Sommer... Nie gehört. Sommer. Leute, es geht jetzt weiter beim Anschleichen. Oh, oh. Psst. Von hier an schleichen wir. Wir warten auf die anderen. Leute, ja, Leute, wartet doch mal auf Kasi, ja? Aua! Das sind Schmerzen. Leute, ich kann leider nicht mit. Ich bin ins Sommerloch gestürzt und habe mir den Fuß verknackst. Wo soll denn das sein, das Sommerloch? Da hinten, da. Oh, ganz groß, weil es ja auch so heiß ist. Kasi, tut sehr weh. Ja, sehr. Na, lass doch den Stock los. Ja. Hey! Oh. Und ich wäre so gerne mit, Leute. Aber wenn wir wegrennen müssen und ich kann bloß humpeln... Frisst er dich als Ersten und du hast es hinter dir. Na, Mahlzeit. Mahlzeit ist gut. Komm, Kasi. Fahr rauf und kühl dir den Fuß. Ja, danke. Gute Besserung. Feige ist der, von wegen Haxen verknackst und so. Sei doch nie so bissig. Kasi? Das Sommerloch, das musst du mir nachher mal zeigen, ja? Ja, natürlich, ja. Na, da bin ich mal gespannt. So, Leute, jetzt erstmal abducken. Abducken, bitte. Ja. Los, noch eine abducken. Abducken, ja. Abducken, ja. Ganz so. Und jetzt anschleichen. Muss. Ich weiß, es ist böse, dass ich immer drohe, euch zu fressen und ich will's nie wieder tun. Hey, Poldi, was ist denn mit dir los? Geht's dir nicht gut? Ach, das tut mir so leid. Aber wenn ich Wut hab, dann passiert das halt. Aber wenn ihr mir nicht fresst, dann müsst ihr mir auch verzeihen. Oh, Poldi, du wunderbarer Jungdrache. Hä? Natürlich verzeihen wir dir. Oh, Poldi, so lieben wir dich.
Wieso habt ihr denn alle Stöcke? Nur so Stöcke. Poldi, ja? Es ist uns eine große Freude, dich als nützliches Mitglied unserer Gesellschaft begrüßen zu dürfen. Ja, toll, danke. Vielen, vielen Dank. Wo ist Kasi? Dem wollte ich seine Strippe zurückgeben. Ja, aber der ist ins Sommerloch gestürzt und hat sich dabei den Fuß verknackt. Au, Feier! Nepi, da oben liegt die Strippe von Kasi. Bring ihm die bitte mit, sag ihm schön Gruß und gute Besserung. Mach ich. Kasi! 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 Der Poldi hat mir diese Strippe hier für dich mitgegeben. Oh, danke. Leg sie unten hin. Kasi? Ja? Kasi, Poldi war wunderbar. Ganz sanftmütig. Ja, sanft. Ach nein, da hätte ich ja leicht mitkommen. Ich meine, da hätte ich ja... Er ist zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft geworden. Ja, jetzt kannst du Galia noch mal rufen. Ja, nein, nein, also das... Ich bin völlig heiser, kann gar nicht singen. Nanu, aber warte mal, ich habe Eukalyptusbonbons für dich. Warte, hepp! Upsa. Dankeschön. Oder ja, soll danke. Ich für dich singen, hä? Nein, nein, das ist nicht nötig. Das wäre ganz... Jetzt lasst mich doch erst mal. Mein verknackster Fuß. Kasi, du rumpelst ja gar nicht mehr. Oh, habe ich vergessen. Aha, das sind ja prima Schmerzen, die man vergessen kann. Sowas holt man sich nur im Sommerloch. Ich habe gewisse Probleme. Der hat keine gewissen Probleme, der hat Gewissensprobleme. Du meinst wirklich? Es gibt doch gar kein Sommerloch, in das er stürzen kann. Der Herr Kasimir hat gekniffen und geschwindelt, naja, und war ein bisschen feige. Aber so kennt man Kasi eigentlich gar nicht. Tja. Karl Gustav, los, ab zum Singen. Ja, aber du bist doch gar nicht im Studio. Und wenn ich jetzt gleich hier Schnipp mache? Ja, dann. Leute, die Quietschboys singen. Wie schwer das ist mit dem Singen bei Sommerloch und Flaute. Das Sommerloch, das Sommerloch. Das Sommerloch, das Sommerloch. Das Sommerloch ist tief und groß. Das Sommerloch. Das Sommerloch. Wo gibt es diese Öffnung bloß? Das Sommerloch, das Sommerloch. Man nennt's auch saure Gurkenzeit. Hat Vulkanbogen weit und breit. Das Sommerloch, das Sommerloch. Das gibt es nicht und man kennt's doch. Das Sommerloch ist ein Gespenst. Juhu. Das Sommerloch so leicht glänzt. Da ist nichts los, weil nichts passiert, außer dass keinen interessiert. Was so erscheint, was wird gespielt, weil jeder nur nach Sonne schielt. Jeder will raus und an die Luft, genießt Natur und ihren Duft. Das Sommerloch ist tief und groß. Das Sommerloch, das Sommerloch. Das Sommerloch, das Sommerloch. Man nennt's auch saure Gurkenzeit. Vulkanbogen weit und breit. Das Sommerloch, das Sommerloch. Das gibt es nicht und man kennt's doch. Das Sommerloch heißt Urlaubszeit. Niemand zu Haus, nicht mal zum Streit. Und weil sich meist kein Lüftchen regt, gibt's nichts, was das Gemüt bewegt. Falls doch, spielt alle Welt verrückt, ist ob der Abwechslung entzückt. Nein, wirklich, wer hätte das gedacht, dass Blödsinn so Karriere macht. Das Sommerloch ist tief und groß. Das Sommerloch, das Sommerloch. Wo gibt es diese Öffnung bloß? Das Sommerloch, das Sommerloch. Man nennt's auch saure. Man
Leute, nun weiter mit dem Ernst des Lebens. Sag mal, ist Kasi wirklich ins Sommerloch gestürzt? Ich hab da so meine Zweifel. Ich nämlich auch. Leute, ein Kasi, der geschwindelt hat. Tja, der hat's bestimmt nicht leicht. Mal sehen, wie es da weitergeht. Weia. Hä? Ach ja, Humpeln nicht vergessen. Oh, Vorsicht, hoppla. Ich rufe dich, gell? Oh nee, ich kann's nicht. Was mach ich? Hey, Nepi? Ja? Du, kann ich dich mal eben sprechen? Tut mir leid, Kasi. In einer halben Stunde. Oh, es wird immer später. Ich muss Fotos in der Hallerstraße holen, weißt du? Die muss ich dann noch wegschicken. Sonst kommt alles durcheinander. Tschüss. Bin ich wieder alleine mit meinem schlechten Gewissen. Kasi, geh zu Poldi. Der hat heute ein ganz weiches Herz. Tschüss. Tschüss. Oh, Poldi. Ausgerechnet zu Poldi, wo ich vor ihm gekniffen habe. Und dem alles erklären? Nee. Aber vielleicht gerade. Also dann, auf zu Poldi. Poldi, Poldi. Hallo, Poldi. Aha! Da bist du ja quasi, mein lieber, lieber, lieber Nachbar. Du, ich bin nicht lieb. Nicht? Für mich bist du aber lieb. Guck mal, eben habe ich meine Strippen wieder ordentlich verstaut. Ist das nicht toll? Ja, ganz toll. Poldi, ich habe ein schwarzes Loch. Ah! Wo? Hier. Wo? Wo andere ein rotes Herz haben, da habe ich ein schwarzes Loch. Ui, nee, Quatsch, du doch nicht. Doch, vergiss alles, was du sonst über mich weißt. Da schreiten sie zu einer guten Tat. Wer? Na, alle, bloß ich nicht. Ich war auch nicht dabei. Du natürlich nicht. Wieso natürlich ich nicht? Na, weil es ja gegen... Also, ich... Nein. Glaubst du, dass ich dich verstehe? Nein. Ich weiß aber eine, die dich versteht. Galaktika. Aber das ist es ja. Was ist es ja? Seit einer halben Stunde wartet Gali, dass ich sie rufe. Wegen der neapolitanischen Wäscheleine. Na also. Aber ich trau mich nicht. Die guckt mir ins Herz und sieht da ein schwarzes Loch. Ui. Mit der ganzen Feigheit und der Lüge. Da macht sie mich zur Schnecke und nie, nie kommt die Wäscheleine drüben an. Oh, ich hab's, da gibt's nur eins. Was denn? Du musst Galaktika rufen. Aber Poldi, sei doch nicht blöde. Nee. Was? Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Also, wenn du sie nicht rufst und in deinem Kabäuschen hockst und brütest, dann wird das schwarze Loch da größer und größer und größer. Ja, das stimmt. Komm. Wir gehen zur Leine. Wieso wir? Ich kann dich doch jetzt nicht alleine lassen. Weißt du, was wir machen? Ich versteck mich. Und wenn sie dich dann zur Schnecke macht, dann nehme ich dich ganz vorsichtig auf die eine Pfote und mit der anderen Pfote drücke ich dann im Fahrstuhl auf den Knopf nach oben und bring dich hoch. Was, wieso? Na ja, damit keiner auf dich, kleine Schnecke, tritt. So, du Poldi, hilf mir noch die Wäscheleine verlängern. Mach ich. Es könnte ja sein, dass sie beides macht. Wie, was beides? Naja, die Wäscheleine fest und mich zur Schnecke. Aha. Geht's? Guck, da. Sehr das gut. Hält. So, und jetzt singst du. Und ich versteck mich im Gebüsch. Gut, fertig. Ja. Mhm. Mhm.
Ich rufe dich, Galaktika. Ja. Vom fernen Stern Andromeda. Lauter! Die Leine hat jetzt die genaue Länge und hilft mir raus aus meiner bösen, bösen Enge. Na, wo ist die neapolitanische Wäscheleine? Da unten. Aha. Na, dann wollen wir mal. Komm. Oh. Ja. Oh. Oh. Ein bisschen hier rüber. Wunderbar. Ja, so. Oh, danke, Gali. Galaktika und was das schwarze Loch betrifft. Als ich eben am Sternbild Steinbock vorbeigesaust bin, da ist vielleicht ein schwarzes Loch. Nein, ich meine mein schwarzes Loch. Hier. Hier? Oh, Kasi, hier gibt's doch gar keine schwarzen Löcher. Aber meine Sünden. Habe ich gerade weggewaschen. Tschüss. Oh, danke, Gali. Na, siehst du, Kasi? So, und jetzt mal ausprobieren. Hm? Hoppala! Oh, na, wenn's weiter nichts ist. Poldi, du wirst nie mehr fressen wollen und ich werde nie mehr feige sein und lügen. Na, na, na. Man sollte nie, nie sagen. Jetzt sind wir wieder nützliche Dingsda der Gesellschaft. Hm, weiß nicht. Bis zum nächsten Mal wahrscheinlich nur. Tja, vielleicht. So. Oh, guck mal, die Leine geht. Die Hose fährt, die Hose fährt. Die Hose fährt. Leute, Vorsicht, dass ihr nicht ins Sommerloch fallt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, Sole mio. Ja, solche Gedanken bekomme ich, wenn ich höre, sehe und merke, wie der Kasimir seine neapolitanische Wäscheleine, quasi sein sizilianisches Etwas, da so konstruieren will und die Gali dazu braucht. Leute, wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch und Abo. Bis zum nächsten Mal. Ich beeile mich, dass es jetzt nicht wieder so lange dauern muss. Bis dann, meine Lieben. Alles klar? Habt ihr das? Was glaubst du denn? Wir sind doch nicht blöd. Hab ich überhaupt nicht gesagt. Ist aus? Ja, verflixte Kiste nochmal. Ja. Alles muss man hier alleine machen. Hm.